Karl Valentin, Rudolf Mooshammer oder der Monaco-Franze, das waren Münchner Originale. So viele haben wir aktuell gar nicht mehr, Prominente schon, aber echte Münchner Originale? Leider nur noch sehr wenige. Aber die, die diese Stadt jemals hervorgebracht hat und die dann wiederum der Stadt ihr Gesicht gegeben haben, werden von Corinna Reisner porträtiert. Allerdings nur nebenbei, denn die Münchnerin hat einen ganz normalen Bürojob. In meinen Augen ist sie aber eine Künstlerin. Ihre Gemälde von Persönlichkeiten aus der Stadt, aber auch von internationalen Stars, sind jetzt erstmals in einer Ausstellung zu sehen. Charakterköpfe. Persönlichkeiten und echte Münchner. Diese porträtiert Künstlerin Corinna Reisner am liebsten. Also ich male eigentlich schon mein ganzes Leben lang, vor allem als Kind. Und die Begeisterung ist Gott sei Dank immer geblieben. Also meine Eltern, die waren nicht so begeistert, aber Gott sei Dank hat sich das fortgeführt, eigentlich mein Leben lang. Und ja, wie man sieht, ist es auch immer das Bunte geblieben. Als Kind wollte ich immer große, bunte Bilder malen, also niemals so kleine Bleistift- oder Schwarz-Weiß-Bilder. Das mochte ich eigentlich noch nie. Ja, und das habe ich beibehalten und habe dann ganz viele Seminare besucht an der Kunstakademie und habe so meinen Stil quasi ein bisschen weiterentwickelt. Und letztendlich eben auch zu diesem Stil dann bin ich dann gekommen irgendwann. Und der hat sich eigentlich bis heute beibehalten und ich möchte das gern weiter fortführen und immer so bunte, große Bilder malen, vor allem mit den Münchner Originalen jetzt. Das ist schon ein Traum eigentlich für mich, dass es in Erfüllung gegangen ist, weil ich das nie gedacht hätte, dass es wirklich so einschlägt, weil es ja nach wie vor eigentlich nur ein Hobby ist von mir. Also das war jetzt nur nebenbei immer, was sich einfach so entwickelt hat. Als Motiv für die Bilder wählt die Malerin meist exzentrische Personen. Dazu passt auch ihr expressionistischer Malstil. Mit der Kunst will Corinna Reisner allerdings mehr bewirken, als nur schöne Bilder zu malen. Ich versuche halt auch mit meinem Stil so ein bisschen der Jugend oder dem neuen Publikum diesen Stil so ein bisschen oder die Persönlichkeit näher zu bringen, ein bisschen modern zu halten, damit die Leute diese Persönlichkeit nicht vergessen, weil es jetzt sehr wichtig auch ist, in München die Personen zu kennen. Es muss auf jeden Fall ein Charakterkopf sein, an dem man gleich sofort, wenn man das Bild sieht, sich sofort was vorstellen kann, vielleicht auch Gefühle entwickelt irgendwie zu diesem Bild, weil das ja meistens Personen sind wie der Monaco-Franze. Jeder, der in München lebt, der liebt den Monaco-Franze, die Serie, und versuche schon bei dem Betrachter halt so ein positives Gefühl zu vermitteln. Also wenn er das Bild ansieht, dass es einem gut geht, dass man vielleicht auch mal den Alltag vergisst und einfach nur Spaß an den Bildern hat, an diesen bunten. Aufgewachsen in Oberbayern liegen der Künstlerin natürlich vor allem Münchner Persönlichkeiten am Herzen. Doch auch außerhalb ihrer Lieblingsstadt gibt es Personen, die die Malerin so sehr faszinieren, dass sie diese porträtiert. Deshalb heißt ihre Ausstellung auch Originale aus München und dem Rest der Welt. Angefangen hat es mit Marilyn Monroe, mit diesem einen Bild, mit diesem pinken Bild. Und da habe ich eigentlich so die Leidenschaft entwickelt mit den Porträts, mit diesen großformatigen, richtig großen. Und dann dachte ich natürlich, München ist natürlich die schönste Stadt der Welt, wie jeder weiß. Und deswegen hat sich das so ein bisschen bei mir entwickelt, weil auch München so viele tolle Persönlichkeiten hervorgebracht hat, wie zum Beispiel den Karl Valentin. Und genau bei diesen war es eine besondere Herausforderung, sowohl die fröhliche Persönlichkeit als auch das triste Leben in dem Porträt wiederzuspiegeln. Also beim Karl Valentin zum Beispiel weiß man ja, dass der von der Hand in den Mund gelebt hat und ziemlich arm war und trotzdem seinen Humor beibehalten hat. Und das sieht man vielleicht an dem Bild so ein bisschen, dass er eigentlich in düsteren Farben gemalt ist, aber das Gesicht so richtig knallig rauskommt. Beim Rudolf Mooshammer kann man sagen, dass er halt durch seine Extravaganz und seinen Glamour-Faktor quasi richtig bunt, knallig rüberkommt. Und das versuche ich mit meinen Farben so ein bisschen darzustellen, wie ich die Person halt sehe. Also leere Leinwand ist für mich immer die größte Herausforderung, weil sie ist ja noch weiß. Am Anfang denkt man, oh Gott, bloß nichts falsch machen. Aber wenn man dann anfängt, im Hintergrund einfach bunt losmalt, dann ist es so ein Prozess, der passiert einfach. Da hat man, ich schalte dann ab, ich höre nichts mehr, mein Handy ist weg, ich höre vielleicht Musik und dann kommt es einfach. Und ich kann gar nichts vorhersehen, wie dieses Bild letztendlich aussehen wird. Auch kuriose Erlebnisse hatte die Künstlerin bereits. Zum Beispiel, als sie sich mit dem FC Bayern-Star Franck Ribéry und ihrem Porträt des Fußballers fotografieren ließ.
Er war dann so begeistert von diesem Bild, dass er es einfach gleich mit heimgenommen hat und dann war es halt weg. Ich dachte mir, okay, er hat es cool gefunden, finde ich auch toll. Nur blöd, dass ich es halt für die Ausstellung eigentlich gebraucht habe und er dann aber doch noch bereit war, dieses Bild wenigstens für die Ausstellung wieder zurückzugeben. Am Ende hat der Bayernstar sein Porträt gekauft. Ohnehin sind die meisten Werke bereits vergeben. Sie kosten zwischen 450 bis 1700 Euro. Für alle anderen Werke gibt es bereits Angebote. Noch bis zum 29. März läuft die Ausstellung Originale aus München und dem Rest der Welt in der Apobank in der Badstraße auf der Schwanthaler Höhe.